Servus und herzlich willkommen zur Vorstellungsfolge auf der Iris-Bar. Ja, ich möchte euch heute mal den ganzen Hof und die Maschinen und die Flächen vorstellen, die ich hier habe. Und es wurde sicher gewünscht, dass ich ein Let's Play mache. Und ja, das mache ich auch sehr gern. Ich freue mich auch. Ich habe da auch mal Lust drauf und deswegen werde mal einfach mal loslegen. Und ich habe ja gesagt, ich werde wahrscheinlich am Anfang gleich mal eine Vorstellungsfolge machen, damit ihr wisst, wie, was ich jetzt hier schon habe und was noch nicht und und wie groß das Ganze ist, wie von den Flächenverhältnissen und alles. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Ansonsten Wünsche oder sowas habe ich jetzt noch nicht gelesen in den Kommentaren. Wenn da jemand noch irgendwie Wünsche hat zum Let's Play, wie ich das so und so machen soll und was man mal kaufen könnte oder was wir mal uns anschauen könnten, dann einfach mal reinschreiben. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Ich habe ja schon gezeigt, also einen Teil habe ich euch ja schon gezeigt. Den Hof habe ich ja schon mal so ein bisschen grob gezeigt. Auf der Karte habe ich euch ja auch schon mal einiges gezeigt, also was jetzt genau mir gehört. Ich denke mal, das werde ich jetzt nicht mehr so genau durchgehen. Ich werde jetzt auch mal nicht auf die Flächen fahren, das werden wir einfach im Laufe des Let's Plays machen, damit ich euch, oder da werde ich euch die ganzen Flächen zeigen. Nur mal so zu der Größe her, also wir sind jetzt hier überall, also Feld 2 ist relativ groß, 1,34 Hektar hat es. Feld 42 ist so das größte mit 1,36 Hektar. Feld 1 hat 1,01 Hektar und der Rest ist eigentlich unter einem Hektar, glaube ich jetzt mal. Und wir haben ja hier die 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ackerflächen und dann halt nochmal 1, 2, 3, 4, 4 Wiesen. Und dann halt noch das eine Waldstück hier drüben, ne, was hier noch ist. Genau, das ist so das, was ich an Flächen habe. Und Qualität vom Video habe ich jetzt gar nicht so richtig Rückmeldung bekommen. Fällt mir aber sehr gut, also mir selber. Und deswegen denke ich mal, kann ich so lassen. Genau. Ich werde jetzt einfach mal hier vorne anfangen mit dem Vorstellen. So grob halt, ne. Ich werde es jetzt schauen, dass ich das so innerhalb von 20 Minuten durchbekomme. Das soll jetzt gar nicht so lang dauern. Also ich hoffe, dass ich es schaffe. Genau, hier die Seekombi, ne, von Pöttinger. Ja, Pöttinger Kreiselecke mit Pöttinger Seemaschine. Relativ kleine Seemaschine, 3 Meter halt und ich weiß nicht, 600 Liter, glaube ich, in dem Tank. An Volumen und halt Pöttinger Lyon 303 und Pöttinger Wiedersehen 302. Sehr schöne Kombi, denke ich mal, ist mal was anderes und gefällt mir ganz gut. Dann haben wir hier den Kuhstall halt eben, ne. Aber die Map will ich jetzt gar nicht so genau vorstellen, ne, das ist gar nicht so mein Wunsch. Das Let's Play werde ich einfach so konventionell aufbauen, sag ich mal. Also das heißt, einfaches Spielen ohne Story, ohne großartig Realismus, also schon mit Seasons und Forage Extension, wie ich schon gesagt habe. Und ich schaue natürlich auch, dass ich so realistisch wie möglich fahre und alles.
Aber ja, mehr Realismus werde ich jetzt auch nicht machen. Also, dass ich jetzt nur in der Innenansicht fahre oder sowas, ne, werde ich jetzt nicht machen. Ich werde schon auch viel Außenansicht fahren, damit ihr auch viel seht. Und ja, genau. So, ja, dann haben wir hier den Frontladerschlepper, den John Deere 6430, mit einem Quicke Q56 Frontlader. Sehr schöner Schlepper, sehr wendig. Also passt eigentlich ganz gut als Frontladerschlepper, denke ich mal. Haben jetzt noch nicht so im Einsatz gehabt, aber das denke ich mal ganz gut. Außer halt vielleicht am Anfang mit dem Sachen von den Händlern und so aufladen, Big Bags und so. Da habe ich ihn jetzt schon verwendet, aber sonst eigentlich noch nichts. Ja, die Halle hier ist eigentlich nur für die Traktoren oder Fahrzeuge gedacht, weil es halt hier relativ eng ist. Vielleicht packe ich da auch mal noch ein paar Ballen rein, mal schauen, wie es sich ausgeht vom Platz. Aber da kommt eigentlich nur die drei Schlepper rein und das war's dann auch. Ne? Er kommt da nicht rein, weil die Zufahrt ist auch recht eng und ja, wie gesagt, nicht viel Platz und alles. Ne? Jetzt überlege ich gerade. Ja, gehen wir mal hier links runter. Ja, Kontostand ist jetzt immer noch nicht angeglichen, habe ich jetzt ganz vergessen. Ja. Shame on me, naja, egal. Ist jetzt, denke ich mal, nicht so schlimm, aber ich werde es auf jeden Fall nochmal angleichen. Ich denke mal, ich werde auf jeden Fall mit so circa 100.000 anfangen, wie man ja auch standardmäßig anfängt. Das, denke ich mal, ist ein ganz guter Kontostand. Falls da nochmal andere Vorschläge wären, ja, also meine Kommentare schreiben. Denke mal, 100.000, das passt ganz gut. Wir haben ja das meiste schon. Und ja. Es gibt natürlich noch viele Sachen, die ich mir kaufen will und auf die wir hinarbeiten wollen oder ich. Ne, und deswegen, ja, schauen wir einfach mal. So, ja, dann sind wir hier am Regal. Das ist eigentlich so die Gewichte- und Frontladerwerkzeuge-Ecke, sage ich mal. Da sind eigentlich alle Frontladerwerkzeuge hier so auf der rechten Seite und links habe ich alle Gewichte hingepackt. Ist, denke ich mal, ganz gut. So, und ja, kann man machen, glaube ich. Dafür ist es ja auch gedacht eigentlich. Also das Regal jedenfalls. Ja, habe ich jetzt hier einmal die Hauer Palettengabel. Kann man auch verstellen. Eine sehr schöne Palettengabel. Sehr zu empfehlen. Ist ein Hauer Frontlader-Pack, was ich da noch drin habe. Sehr schönes Pack, kann man auf jeden Fall empfehlen. Und ja, Palettengabel eben. Dann habe ich halt hier von Hauer noch die Schaufel. So was Größeres, beziehungsweise, ja, ich weiß gar nicht, die ist ungefähr so groß wie die Standard. Beziehungsweise vielleicht 200 Liter mehr oder 100. Ich weiß es gar nicht. Ja, dann habe ich von Fliegel eine Ballenzange. Ballenzange ist eigentlich schon eine Mistzange. Mistgabel, Zange, Gabelzange, ja, je nachdem, wie auch immer man es nennen will. Und für, ja, wahrscheinlich für ein Mist dann oder für Silage vielleicht auch, mal schauen. Und ja, oben drüber habe ich dann noch die Ballengabel, ne, also eine einfache Ballengabel mit vier Spießen, oben noch zwei Stangen dran, dass man besser stapeln kann, die Ballen, und ja, passt eigentlich. Dann habe ich hier, da stehen jetzt zwei Gewichte. Ich habe auch noch zwei weitere Gewichte. Ja, da ist jetzt einmal das Amazone-Gewicht. Also das ist eine Amazone. Und da kann man jetzt auch hier den Deckel aufmachen. Und da habe ich jetzt ein paar Saatgutsäcke drin. Ja, das Gewicht nehme ich dann halt zum Ansehen, damit ich dann Saatgut auch mitnehmen kann. Finde ich ganz gut. Und ja, dann ein Schneckkuppeldreieck und ein großes Gewicht, also 1000 Kilo. Das Gewicht hat jetzt seit, ja, 450 Kilo oder sowas. Also nicht ganz so viel, ist aber optimal für den Johnny. Und ja, passt ganz gut. Genau, das Pack da, das Schneckkuppeldreieck-Pack, das kennt er ja, denke ich mal, schon von der Untergrießbach und so weiter. Genau, schauen wir mal hier rein. Hier steht jetzt mein großer Kipper oder mein
Ich glaube, der ist sogar ein bisschen kleiner wie der andere vom Volumen her. Aber ist auf jeden Fall der Krone Emsland hier, der Drehschemel, der Seitenkipper. Braucht man nicht viel sagen dazu, Seitenkipper, ne? Dann haben wir hier drüben nochmal den anderen Kipper drin. Das ist jetzt der Fliegel. Ja, auch drei Seitenkipper, aber halt als Tandem. Und in so einem hellen Grün. Sieht man ganz gut. Ja, weiß gar nicht, wie viel Volumen die haben. Also der große, also der Emsland, der hat 120.000 und der hat, ich glaube, 10.000 oder so an Volumen, keine Ahnung. Aber das finde ich passt ganz gut für die Kipper, die zwei Buchten, sage ich ja mal. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ändere ich das auch nochmal mit den Maschinen, wo welche stehen und so weiter. So, dann schauen wir jetzt mal schnell ja, hier rum. Also, ja, hier steht jetzt mein Fußsteuer, ne, den habt ihr ja schon gesehen. Straubmann VS 2004 Streublitz. Ne? Ja, Streublitz VS 2004, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. War recht ordentlicher Streuer, mit 15 Meter Arbeitsbreite. Also wie viel Volumen, keine Ahnung. Ja, dann habe ich hier nochmal einen Fliegel, einen Ballenwagen, oder das ist jetzt so mein Ballenwagen und ja, Transportwagen für Big Bags und Paletten und so. Steht es bloß noch draußen, weil ich den noch nicht reingeräumt habe, weil ich glaube, den brauche ich jetzt dann bald wieder. Ja, jetzt wird es dann irgendwann nochmal regnen. Ich habe jetzt zwar mal die Zeit angehalten, dass ich das jetzt nicht hier die Zeit verschwende, weil das macht ja gar keinen Sinn. Ja, dann haben wir hier eben das Getreidesilo, ne, das habe ich euch ja mal kurz gezeigt gestern oder in der letzten Folge. Und dann haben wir hier wieder eine große Halle nochmal. Oder, ne, hier ist halt das Silo reingebaut und dann haben wir halt hier nochmal eine größere Halle. Ja, da steht halt jetzt mal mein Futtermischwagen drin, ne. Der RMH Mixel 141. Mit 14 Kubik, also 14.000 Liter, ist ja einfacher Nusssteuer. Ich denke mal, den kennt ihr auch schon. Den hatte ich auf der Franken-Map. Dann habe ich hier einen Kuhn Primor 2060S. Ja, ist jetzt halt zum Ballen einstreuen eben. Ja, und mal schauen. Für Rundballen eigentlich. Also ich werde auch Rundballen machen. Also die Presse zeige ich euch auch noch. Das passt dann ganz gut. Ja, hier habe ich jetzt so meine Abteilung mit den Big Bags. Also da kommen jetzt, denke ich mal, alle Big Bags rein. Und hier kommen dann auch noch die ganzen Ballen hin, denke ich mal, wenn ich welche habe. Oder wenn ich welche kaufe oder mache. Genau. Da haben halt eben jetzt noch drei Big Bags Dünger, habe ich jetzt erstmal gekauft. Das reicht, denke ich mal. Und dann habe ich hier noch die Garnrollen von der, die Netzrollen, sorry, die Netzrollen von der Drohnepresse. Das zeige ich euch jetzt dann gleich noch, die Presse. Ja, dann haben wir hier draußen noch ein paar Maschinen. Also einmal hier hinten das Universalfass für, ja, Milch und Wasser. Oder hauptsächlich für Wasser erstmal, für die Kühe. Dann hier hinten die Kronbänder. Ne, das ist eigentlich der Standardwender. Ganz einfach. Ja. Dann haben wir hier noch einen Striegel von Joskin. Das ist ein sehr schönes Teil eigentlich, finde ich. Das ist mal was anderes von, ja, von Striegel Technik und ja. Also ich werde das Unkraut wahrscheinlich mit dem Striegel wegmachen. Ich habe jetzt keine Spritze gekauft. Vielleicht kaufe ich mir dann irgendwann mal noch eine Spritze, aber ich weiß nicht, mir gefällt das mit dem Striegel fast besser, muss ich sagen. Weiß nicht, macht irgendwie mehr Spaß, finde ich. Ja, vor allem dann nicht so mit der Chemie und so weiter. Muss ja nicht unbedingt sein. Ja, dann habe ich hier noch meine Maisdrille. Ein Maissägerät von Rau. Rau Unimat heißt das, glaube ich. Unisem. Genau. Hat jetzt 3 Meter. Also das hänge ich dann halt eben an die Kreiselecke dran wahrscheinlich. An die Pöttinger Kreiselecke hinten dran, wenn das geht. Ich muss mal schauen, ob das geht. Und dann
Ja, werde ich so sehen. Mal gucken. Oder ich kreise vor und dann sehe ich mit der Seemaschine so drüber. Das geht auch. Dann schauen wir mal hier rein. Ja, hier steht jetzt der Kuhn-Düngerstreuer drin. Kuhn sage ich schon, der Rauch. Rauch Axis, irgendwas heißt der. Ich weiß gar nicht genau. Jetzt auch gar nicht hinschauen. Hat auf jeden Fall 15 oder 18 Meter. Ich glaube 18 Meter hat er. Genau. Müssen wir mal schauen, wie man das dann macht. Weil ich habe ja Spritze habe ich ja nicht. Und ich habe jetzt auch mal Proceed mit drinnen. Mit Fahrgassen sehen werde ich wahrscheinlich schon. Da müssen wir dann gucken, dass man das dann auf den Düngerstreuer anpasst. Fahrgassen. Oder dann, ja, der Striegel hat ein weniger Meter. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Ja, dann habe ich hier meine Presse. Die Krone kommt prima. V180XC. Da kennt ja, denke ich mal, jeder von der vom Strohbergungs-Add-on ist das die. Und ja, fand ich, also ich finde die eigentlich echt schön. Es hätte mal was anderes mit zwei Achsen, weil die meisten Rundballenpressen haben halt bloß eine Achse. Also diese im LS-Skript jedenfalls. Und ja, deswegen ist mal was anderes. Und glaube ich, passt hier ganz schön rein. Finde ich jetzt jedenfalls. Ja, dann haben wir hier meinen Silocam von Strautmann. Hydrofox. Ja, den werde ich dann wahrscheinlich nehmen, wenn ich ein Fahrsilo voll habe, dass ich ja Maisilage oder Grassilage rausnehmen kann und dann füttern kann direkt. So ist es gedacht. Mal schauen, wie ich das dann mache. Noch umsetze. Kurz da. So, ich kann mal da halt hochgehen. Okay, wie das sein können. Ja, dann habe ich hier die Typhoon-Seilwinde wieder. Ja, hier denke ich, jeder ist eigentlich die einzige Seilwinde, die es gibt. Finde ich eigentlich schade, aber ist auch ein ganz schönes Teil. Genau, dann, was haben wir denn dann noch? Hier hinten habe ich es eigentlich soweit. Ja, also hier hinten sind halt noch zwei Kai-Silos. Und hier draußen ist noch so ein Freiland-Silo. Mal. Schon passend so. Und hier hat man dann noch ein Durchfahrsilo. Ja, also ich habe genügend Platz für Silage, also das habe ich jetzt überhaupt kein Bedenken. Und ja, dann zeige ich euch jetzt mal noch, ja, das hier oben. Also hier haben wir jetzt halt noch das Thunhammer Fass. Ja, 10.000 Liter gehen da rein. Hat, ich weiß gar nicht, 10 Meter, glaube ich, Arbeitsbreite. Ja, mit einem Prallteller, sage ich schon, mit einem Schwenkverteiler oder wie auch immer man das nennt. Könnt ihr gerne korrigieren, falls ich das falsch gesagt habe. Ne, einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß es jetzt auch nicht so genau. Ich verwechsel das immer mit den Verteilern vom Güllefass. Also das ist ein blöd. Aber könnt ihr mich gern korrigieren, falls es nicht stimmt. Ja, dann kommen wir mal zum größten Schlepper auf dem Hof. Das ist jetzt der Case 1455. XL. Oder XL. Ja, genau, XL. Und ja, der schaut jetzt halt natürlich aus wie Sau, aber das liegt halt daran, dass ich jetzt da erst gepflügt habe, beziehungsweise der Helfer hat gepflügt. Und den habe ich jetzt gerade noch vom Feld geholt, dass der auch am Hof ist, dass ich euch das zeigen kann. Bin da eh fertig gerade und deswegen passt das ganz gut. Und ja, genau, hinten dran habe ich jetzt einen Kuhnpflug. 6 Schar, nee, 5 Schar. Ja, eigentlich mit so einem Arm, damit man noch ein Bagger dranhängen kann. Den habe ich auch am Anfang gekauft, aber das hat irgendwie gar nicht funktioniert. Keine Ahnung, der hat voll ja, rumgeglitscht und alles. Das war jetzt nicht so toll. Ja, aber geht auch so. Ich habe ja eine Kreiselecke, also von daher ist es jetzt gar nicht so schlimm. Ja, dann habe ich hier vorne noch ein Gewicht dran. Saphir-Gewicht hat auch irgendwie über 1000 Kilo. Das müsste ich immer noch mal kurz gucken. Schauen wir mal kurz. 1050 Kilo hat es, genau.
Dann habe ich noch ein 750 Kilo Gewicht, das hängt aber an dem Baldra. Da laufen wir jetzt da mal schnell hin. Der steht da draußen noch. Genau, und ansonsten müsste ich eigentlich alles euch jetzt gezeigt haben, erst einmal. Außer den Flächen. Flächen werde ich euch aber auch nochmal zeigen. Also hier draußen steht er. Ja. Also hier können wir ja mal hier hinten anfangen. Das ist jetzt der Kerner Corona 300 Gruppe mit der leichten Walze hinten dran und Streuer, ABV-Streuer. Ja, das ist jetzt so mein Grubber. Reicht vollkommen aus, 3 Meter. Seht ihr ja hier die Fläche, das ist nicht so groß. Also die Fläche gehört jetzt mir und die hier, dieses Baumwollfeld hier. Ja, jetzt muss ich mal schauen, was ich mit dem Baumwollfeld mache. Also eigentlich wollte ich das untergrubbern und dann ansehen, aber anders ansehen, aber das ist ja eigentlich schon im Wachstum. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ich das jetzt runtergrubbern soll und dann was anders ansehen soll oder ob ich das dann wirklich ernten soll im Herbst oder im Sommer. Also ich brauche das ja eigentlich gar nicht, die Baumwolle. Ich meine, wir könnten es dann verkaufen, dann kriege ich ja ein Geld dafür. Aber es bringt mir halt eigentlich gar nichts, ne? Für die Kühe. Ja, das ist halt. Ja, weil ich will ja, also ich kann ja mal kurz erzählen, was ich so ansehen will. Also ich will ja eben kurz auf den Zettel schauen. Also ich will ja eben Mais ansehen, also für die Maissilage dann. Zwei Felder. Dann will ich zwei Felder mit Hafer ansehen. Und zwei Felder mit Soja, also Sojabohnen. Genau, also ja. Hafer halt eben wegen dem Stroh für die Kühe. Mais halt eben auch für die Kühe als Silage, zum Silage machen. Und also Mais-Silage machen. Und ja, Hafer dann halt verkaufen, wenn der Preis gut ist. Und Soja halt eigentlich auch einfach zum Verkaufen. Genau. Ja, passt ganz gut. Denke ich mal. Eigentlich wollte ich Raps ansehen, aber das passt zeitlich nicht so ganz. Das ist ein wenig blöd. Genau. Also das kann ich halt bloß im Herbst sehen und jetzt im Frühjahr kann man Raps eben gar nicht sehen. Deswegen geht es nicht. Vielleicht mache ich das dann im Herbst eben bei der nächsten Aussaat. So, ja, dann haben wir hier noch den mittleren Schlepper. Das ist jetzt mal ein Waldra. Ich habe mich jetzt einfach mal für Waldra entschieden, weil Waldra, finde ich, einfach sind eigentlich ganz schöne Schlepper, kann man nichts sagen und mir gefällt es eigentlich optisch auch echt gut. Weil mir gefallen die Schlepper ganz gut optisch und ja, und deswegen dachte ich, wäre mal was anderes, sieht man jetzt nicht so oft. Ich habe das auch nicht so oft gehabt, ein Waldra. Deswegen passt das ganz gut, denke ich mal. Ist jetzt so auch der modernste Schlepper, glaube ich, ne, auf dem Hof. Ja, der sitzt halt eben Waldra N. 154E, glaube ich. Muss ich dann gleich nochmal gucken. Genau. Ja, vorne haben wir halt jetzt eben das Saphirgewicht noch dran, was ich ja schon gesagt habe. Genau. Ja, das war jetzt eigentlich der ganze Fuhrpark und Hof und alles. Mal kurz schon nochmal schauen. Ach so, also den Schlauchhalter, den habe ich mir auch nochmal gekauft für den Gülleschlauch eigentlich. Aber mein Güllefass, glaube ich, hat kein Menüsystem verbaut und deswegen werde ich den wahrscheinlich wieder verkaufen. Mal gucken. Ja, dann muss ich euch nochmal was zeigen, dazu kommen wir aber gleich. Jetzt schaue ich mal nochmal wegen den Schleppern, also der. Genau, das ist jetzt der N154E mit 165 PS. Der Johnny hat 140 PS und der Case hat 205 PS. Genau, das ist der stärkste, halt Ackerschlepper dann. Genau. Ja, da muss ich nochmal schauen mit dem Case. Das muss ich mir nochmal überlegen, ob ich den nochmal tausche, weil ich habe da nämlich nochmal eine andere Version, eine private Version davon. Ja, von einem Kumpel, also vom Basti eben. Ja, viele Grüße an dich, fast schon mal. Und den denke ich mal, darf ich, denke ich mal, auch verwenden.
Schreib's mir einfach mal gerne in die Kommentare, falls du es anschaust. Würde mich mal interessieren. Aber ich denke mal, den darf ich verwenden. Den haben wir ja auch schon auf der Weichen verwendet. Also ja. Mal schauen, weil der hat ein bisschen stärkeren Qualm, also einen deutlich stärkeren Auspuffqualm. Mal schauen, ob man das, ob ich das mache. Ja, das könnte mal noch passieren. Und ansonsten lasse ich den Fuhrpark so, bis auf dass ich da halt den einen Futtermischwagen noch verkaufe. Ah ne, den habe ich jetzt schon verkauft, genau, stimmt. Ja. Genau, soll ich jetzt noch zeigen? Genau, Kettensäge habe ich noch. Und Schwader und Mähwerk habe ich noch. Das habe ich euch jetzt noch gar nicht gezeigt. Das zeige ich euch auch noch gleich, wo das steht. Noch schnell. Und was soll ich euch jetzt noch zeigen? Genau, die Ak also dieses Beil habe ich noch. Ich habe nämlich diesen Brennholz-Mod mit drin. Weiß ich bloß nicht, wo die Palette ist dazu. Ich habe mir auch schon so eine Brennholzpalette gekauft. Steht noch beim Händler normalerweise. Aber die zeigt sie hier gar nicht an. Also ich habe die auf jeden Fall noch. Müsste eigentlich beim Händler stehen. Genau, jetzt laufen wir mal noch schnell wieder rüber. Da war die Einfahrt, die habe ich jetzt gerade gar nicht gefunden mehr. Und dann zeige ich euch noch schnell die Mähwerke und den Schwader. Also ihr habt ihn jetzt eh gerade gesehen, aber ich zeige euch jetzt einfach mal nochmal. Steht. Da steht hier drinnen, ne, das Heckmähwerk, das Frontmähwerk und halt eben der Schwader, der Seitenschwader von Kuhn. Genau. Ja, und das sind halt Krone-Mähwerke, EasyCut und ja, hinten auch EasyCut, denke ich mal. Ne, AM heißt es. Genau, Front- und Heckmähwerk ist jetzt ein, ja, kein Scheibenmähwerk, sondern Tellermähwerk. Ja, das andere, glaube ich, ist ein Scheibenmähwerk, wenn ich mich täusche. Genau. Aber ist mal was anderes, sehr schön. Weil das Pöttinger wollte ich jetzt nicht wiederverwenden, obwohl das eigentlich das Beste ist, finde ich. Aber das wollte ich jetzt nicht wiederverwenden, das Pöttinger Heckmähwerk, und deswegen habe ich das jetzt mal genommen. Genau. Ja, dann war's das mit der Folge. Ging jetzt doch ein bisschen lange. Also es sind jetzt fast 30 Minuten, aber ich fand, das musste jetzt einfach erst mal sein, dass ich euch erstmal so grob alles vorstellen. Es ist ja immer noch nicht alles gewesen. Ich habe ja immer noch die ganzen Flächen, wo ich euch noch zeigen kann. Aber das werdet ihr dann im Laufe des Let's Plays noch sehen. Und ich denke mal, dann wird es auch spannender. Ne? Weil wenn ich jetzt euch alles erkläre und alles zeige, dann wird es auch langweilig. Und ja, ihr könnt ja mal reinschreiben, worauf ich hinarbeiten soll. Also ich würde auf jeden Fall mal auf die Kühe erstmal hinarbeiten. Das ist auf jeden Fall klar. Dann vielleicht mal noch so ein Hühnerstall oder so mit Hühnern, wäre auch mal schön. Und ansonsten mal schauen, ne? Ein bisschen, vielleicht werden wir auch ein bisschen am Sägewerk arbeiten. Da gibt es ja auch ganz schöne, eine ganz schöne Produktion. Da kann man dann, glaube ich, auch Bretter und Balken produzieren und Paletten. Das müsste man sich mal anschauen, oder wer das weiß, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Mal gucken, was wir machen. Ja, das wird sich einfach rausstellen, und in der nächsten Folge werden wir dann auf jeden Fall, oder in der ersten Folge dann, werden wir auf jeden Fall mal, ja, die erste Feldarbeit machen. Ich weiß jetzt gar nicht was, wahrscheinlich grubbern. Und ja, dann sehen wir uns bis dahin. Sehen wir uns da dann wieder. Und ja, schreibt mir auch gerne mal rein, ob ich, ja, diverse Arbeiten vielleicht auch ohne Aufnahme nochmal fertig machen soll, wenn man jetzt vielleicht, wenn ich schon viel gezeigt habe davon oder so, einfach mal reinschreiben. Und ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert und aktiviert die Glocke, und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Achso, das Video wird jetzt auf jeden Fall heute am Donnerstagabend kommen, und jetzt werde ich im Anschluss gleich nochmal eine Folge für Freitag aufnehmen. Deswegen werde ich jetzt da gar nicht auf die Kommentare reagieren können. Bis, also ne, bei der Freitagsfolge. Aber trotzdem, wo ich reinschreiben, kommt dann schon noch. Genau, ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Servus.